So, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Yep, gestern ja relativ gute Beute gemacht, ne? Also so ein bisschen was haben wir ja schon erwischt. Gut, diese Emeralds, ich mag sie nicht. Smaragd ist auch so, ne? Im Englischen steht der Emerald, im Deutschen steht der Smaragd. Ist super geil. Ja, passt schon, aber ich weiß nicht, ich finde Emerald klingt irgendwie cooler. Allgemein die Sachen, aber na gut. Geschmackssache. Was will ich loswerden? Stein. Wir müssten auch irgendwann mal dieses Lager weitermachen. Aber im Moment habe ich da eher so. Ja, weiß nicht. Abneigung passt nicht so ganz, aber kommt dem ganz schon recht nah. Also nicht so die Böcke drauf, ne? Also ist so. Es gibt immer irgendwas anderes Schönes zu tun, wo ich mir denke, ach, jo, das könntest du jetzt mal machen. Irgendwas, was halt nicht das Lager ist. Ja, kennt man, ne? Das kennt ihr ja. Geht euch ja auch so jeden Tag. Ja. So, warte mal, das kann doch hier. Das war richtig. So, Ich brauche unbedingt Kisten, fällt mir gerade ein. Endlich mal für Edelsteine. Kacke, das war da. Oh, ein paar Kisten hier. Ja, es wird langsam Zeit, dass das halt mal endlich richtig sortiert ist. Auch, dass wir mal Schilder haben, ne? So, genau. Lassen wir das so. Das legen wir alles beiseite. Dann gehen wir kurz auf Jagd, beziehungsweise holen wir mal das, was gestern hier so übergedroppt wurde von irgendwelchem Mob. Das holen wir uns jetzt mal. Jetzt ist die Hühnerfarm, muss auch noch fertig gemacht werden, ne? Schrecklich. Oh, Pfeile, sehr schön. Und Knochen, noch besser. Monsterfall hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Das ist wieder so ein mega großes Projekt, ne? Schon kacke. Aber lohnt sich halt, ne? Wurde ich ja gefragt, jetzt fällt mir gerade ein hier. Letzte Woche? Es könnte letzte Woche gewesen sein. Da fragte mich jemand von wegen so, hey Mensch, ja, wegen einem Shader. Achso, ich wollte Kies mitnehmen, ne? Scheißendreck. Ach, ich wollte die Brücke bauen. Siehste, das passiert, wenn man halt nicht regelmäßig aufnimmt. Also nicht konstant nehme ich ja schon auf. Eine gewisse Konstanz ist ja auch drin, wenn man einmal die Woche aufnimmt. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und wenn nicht, kann ich auch nicht helfen. Das ist dann, ja, das, dann nimm dir ein Tuch und leg dich irgendwo hin. So, das war irgendwie nicht der richtige Baum. Aber es ist nicht so wild, nicht so wild. Ja, wir dünnen hier die Bäume aus, die nicht dazugehören. Hört sich voll mies an, wenn man das so sagt, ne? Ja. Ich glaube, das hier ist schon bis hinten hin, ne? Ja, fast. Gut, nehmen wir nochmal das weg. Das Eisen muss ja eh noch ein bisschen brutzeln, ne? Ja, bis es dann den Schmelzpunkt erreicht. So, wundermächtenhaft. Ja, dann machen wir das mit der Brücke. Das könnte echt ganz gut werden. Diese ganzen Hühner da drüben. Das Brackwasser. Eieiei. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Angel. Doch, ich glaube, ich weiß noch, wie das Rezept für die Angel ging. Ja, wir müssen links auch noch das mit der Lava machen. Ich denke, wir werden noch gleich mal einmal kurz in den Nether springen. Kurz uns Lava holen. Ich hoffe, dass diesmal besser funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Also. Ja, gibt halt Sachen, ne? Die kann man sich einfach nicht erklären. Die laufen halt einfach scheiße. Also, das ist halt echt verwunderlich, wenn ich echt mal so auf die früheren Folgen, also halt anno dazu mal, zurückgucke, ja. Da war das besser. Ja, aber hey, gut. Man soll nicht im Gestern leben. Leben wir lieber morgen oder dem Übermorgen. Ist eher scheißegal. Kommt alles auf dieselbe Grütze raus, ne? Ja. Man muss sagen, also, ich hatte gestern gesagt, ich wollte ein bisschen was erzählen wegen letzter Woche. Letzte Woche relativ interessant. Viele, viele coole Sachen passiert. Anstrengend, ja. Also, zum Ende der Woche war so Beinheben. Also, jetzt nicht so nach dem Motto, ne, hier irgendwie an einen Baum dran oder sowas. Nee, das nicht. Sondern in der Richtung Beinheben beim Laufen. Ja, Laufen oder Sport machen. Das fiel dann so am Freitag schon echt schwer. So Donnerstag. Donnerstag, Richtung Dienstschluss. Nennt man Dienstschluss, nicht Feierabend. Da war das dann auch schon so. Da gab es dann so einen kleinen. Ja,
finalen Rettungssprint, sage ich jetzt mal. Ne? Und das war dann schon so, wo man dann gemerkt hat, okay, da steckt einem die Woche dann schon echt tief in den Knochen. Also, ja, nicht ohne, auf jeden Fall. Aber trotzdem interessant. Also, ich mag das ja, ne? Ich mag ja lernen. Ich mag auch neue Sachen entdecken, neue Sachen halt begreifen lernen. Also so generell dieses Wissen aneignen, ne? Das ist so irgendwie meins, ne? Ich mag das, so meinen Horizont zu erweitern. Ich weiß, es gibt manche, die sagen sich so, ja, ich weiß, wo die Scheiße hinfällt, wenn ich kacke. Schön, das ist super. Ja, meistens nach unten. Meistens, ja, es kommt auch an. Mit viel Druck geht das auch woanders hin. Ja, aber das ist nicht so meins, ne? Also ich finde, auch wenn, ich muss sagen, es ist echt interessant. Also ich hatte früher nie die Probleme, fällt mir gerade so dabei ein, dass ich in irgendwelchen Vorlesungen oder bei irgendwelchen, ja, Unterrichtseinheiten, je nachdem, in welcher Lebenssituation man sich ja gerade befand, ich die Problematik hatte, dass ich irgendwie in einer, also gerade Vorlesungen waren echt manchmal mega grottig langweilig oder früher so Schulzeit, ne? Da gab es auch so ein, zwei Sachen, wo man sich dachte, oh mein Gott, ist das scheiße ätzend langweilig. Da hatte ich aber trotzdem nie das Problem, dass ich eingepennt wäre oder dass ich so gemerkt hätte, ups, da fallen dir gleich so die Augen zu, sekundenschlafmäßig, ne? Ergänzend dazu muss man sagen, also für mich ist das alles super interessant. Ich mag das. Ich finde das gut. Also ich höre mir die Sachen da gerne an und beschäftige mich damit. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich echt schon in so ein, zwei Situationen hatte, wo ich feststellen musste, dass mir dann, obwohl mich das interessiert hat und ich dann dahin so, wow, cool, geil, ne? Mir dann die Augen so, also wie gesagt, sekundenschlafmäßig, passt eigentlich als beste Beschreibung, dann halt so zu vielen. Ja, also gut, ich habe jetzt Glück, ich bin nicht eingepennt, wie manche andere. Sowas gibt es dann halt auch, wenn man dann halt zu fertig ist, zu viel Schlaf braucht und den nicht bekommen hat. Ne, ist ja jeder anders. Aber ist dann halt schon so, wo man sich fragt, okay, woran liegt das jetzt? Einfach nur am Alter? So nach dem Motto, hu, ich bin scheiße alt, jetzt war's das, ja, jetzt kann ich mich gleich hinlegen und fange hier an zu riechen nach Tod und Verderben oder sowas. Ich weiß nicht, also komisch ist es eh. Ja, also man denkt sich dann so seinen Teil und so fragt sich dann echt, okay, war's das jetzt? Ist es jetzt vorbei? Ja, wenn du jetzt halt noch nicht mehr hier wach bleiben kannst bei Sachen, die dich interessieren, was kommt dann als nächstes? Ja. Also, weiß nicht, ob man das vielleicht nachvollziehen kann, der ein oder andere, aber sind dann echt so Dinge, wo man sich dann wirklich fragt, warum, wieso ist das so? Also, geht mir wirklich so. Also, jetzt nicht so, dass ich sage, so, oh, wie ich es eben beschrieben habe, so dieses so melodramatische, oh mein Gott, jetzt geht's zu Ende mit mir. Also, das nicht, ne, das nicht. Aber fragt sich halt wirklich, okay, woran liegt das denn? Ja, was, zu wenig Schlaf? Nein, kann nicht sein. Ich kann, gut, könnte vielleicht sein durch die Anstrengung in Kombination damit und dass ich dann halt eh nicht so pennen kann, wenn ich irgendwo anders penne, außer bei mir zu Hause. Das ist echt so. Also zum Beispiel früher ja auch einige Mal unterwegs gewesen, Geschäftsreise oder irgendwelche Fortbildungen, wo man dann auswärts im Hotel gepennt hat oder die Zeit, wo ich in Berlin gearbeitet habe, wo ich halt dann unter der Woche nur auswärts gepennt habe, weil war halt nicht mehr zu Hause. Ich bin ja am Wochenende wieder nach Hause gefahren. Und da ging es mir auch so. Also die ersten Nächte konnte ich sowieso nicht pennen. Ja, da liege ich eigentlich dann die ganze Zeit nur wach und wälze mich rum, weil es ist nicht mein Bett, es ist nicht meine gewohnte Umgebung und mag ich da nicht, finde ich scheiße. Also kann ich nicht pennen. Das ist, da bin ich relativ empfindlich, muss man. Ja, ich würde sagen empfindlich, empfindsam. Ja, sucht es euch aus, das ist jetzt euch überlassen. Auf jeden Fall ist das dann halt sowas, wo mein Körper und mein Geist, oh ja, jetzt klingt es esoterisch, das ist gut. Da halt so ein bisschen seine Zeit braucht, ja, um sich dann irgendwie dran zu gewöhnen an die neue Umgebung und dann zu sagen, oh ja gut, okay, es ist doch in Ordnung, hier kann ich schlafen. Gerade im Hotel war das ätzend, wenn du dann wirklich zwei Nächte in dem Hotel und dann ging es schon weiter und du warst dann wieder drei Nächte im nächsten Hotel, dann hast du, die Woche war scheiße, die Woche war dann einfach am Wochenende komplett gegessen und da gab es auch kein richtiges Wochenende, weil man einfach nur noch Matsch in der Birne war, ne? Wenn ich länger irgendwo war, dann war das in Ordnung, konnte ich meistens gut schlafen, wobei ich sagen muss, so ein Hotelbett ist meistens echt bequem, ja? Ja, meistens, bis auf die Decken. Ja, also die Bettdecken sind doch in den meisten Fällen, ich weiß nicht, irgendwie sind die zu, ja, es kann an der Stärke liegen, weil man muss ja auch ordentlich behandelt werden, ne, aufgrund der ganzen Keime und alles mögliche, Hygienevorschriften, ihr wisst's ja, ne. Ja, aber, gut, okay, erklärt sich ja dann irgendwie von selbst.
Nichtsdestotrotz mag ich das nicht. Nee. Ich bin der Meinung, auch wenn man Stärke benutzt, zwischendrin mal so ein Fingerhütchen, ja, voll mit Weichspüler, könnte da nicht schaden. Gut. Würde ja extra kosten, ne? Was weiß ich, diese 4, 5 Cent, die dann dieses Fingerhütchen an Weichspüler extra kostet, damit es nicht einem dann irgendwie gleich die Haut runterhobelt von den Knochen. Also. Was weiß ich, das ist so eine Taktik, ja. So. Irgendwas mit der Pharmaindustrie, ja, mit irgendwelchen dermatologischen Produkten. Dermatologisch Haut, ne? Ja, richtig. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen, wir sind ja, wir haben auch irgendwie so einen Bildungsauftrag, könnte man schon fast sagen. Und ja, vielleicht ist das so eine Verschwörungstheorie. Ja? Es gibt garantiert auch Leute, die eine Verschwörung darin sehen. Es gibt immer jemanden, der in irgendwas eine Verschwörung sieht. Muss man nachgucken. Also wer mal Zeit und Lust hat, ja, Auftrag an euch, an die Orklinge, guckt mal nach unter der Woche. Ja, also am besten bis Freitag oder bis zum Wochenende, bis ich die nächsten Folgen aufnehme. Und schreibt mal, ob ihr da was gefunden habt im Internet bezüglich einer Verschwörungstheorie. Natürlich nicht einfach dann schreiben, weil ne, Papier ist geduldig und das Internet noch geduldiger. Das glaubt einem alles. Also Motto, ich habe das gelesen in einem Forum, dass das so ist. Ja, das heißt aber nicht, das war's. Also dann auch bitte mit Link dazu, ja. Also das heißt entsprechend, wo habt ihr es gelesen, damit man das halt auch nachrecherchieren kann und ich mir das zu Gemüte führen kann. Also ich lasse praktisch hier gerade, ich delegiere gerade Aufgaben, Arbeit weiter, damit ich dann entsprechend gut vorbereitet in die nächsten Aufnahmen gehen kann. Also ihr werdet auch namentlich erwähnt, ja, falls den einen oder anderen sowas interessiert. So, wer kennt meinen Namen? Nein, kenne ich deswegen trotzdem nicht. Musst du dich enttäuschen. Vielleicht ja, irgendwann mal, aber ich kann mir Namen eh nicht merken. Das wissen ja die meisten hier, ne? Namen sind einfach so. Das ist, ja, das ist. Mag ich ja mal, ne? Diese Kommentare. Kennst du mich? Nein. Tendenziell erstmal schon mal pauschal. Nein. Ja, es tut mir dann leid, wenn ich das so sagen muss, aber wenn man sich deinen Namen nicht merken kann, ja, also schon mal von Leuten, die man, mit denen man halt zu tun hat, beruflich oder wie auch immer. Ja. Und dann sowas hier, muss ich dann leider sagen, nee, das macht es dann auch nicht besser. Also gut, man hat ja so ein, zwei, die merkt man sich einfach oder das bleibt dann irgendwann hängen, weil sie schon ganz, ganz lange dabei sind. Aber das, die Fluktuation hier ist einfach zu groß, als dass es sich dann ja rentieren würde, dann extra hinzusetzen und Namen zu lernen. Ja, ich glaube, das kann jeder auch irgendwo nachvollziehen. Denke ich mir jetzt mal so. Ja, wahrscheinlich. Nun gut, wir haben Holz. Ich kann dann weiter werkeln, weil ich bin scheiß Kanickel, ey. Werde ich dann überlegen bezüglich des Lagerraums. Ja, wobei Brücke mit dunkel. Boah, mit Schwarzeichenholz. Eieiei, das könnte nicht gut sein. Naja, genau. Ich denke, wir machen die Brücke weiter. Also, ich verabschiede mich. Wir sehen uns Freitag wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.